Was soll einer tun, der vom Leben so wenig begreift, der es sich geschehen lassen muss und erfährt, dass sein eigenes Wollen immer geringer ist als ein anderer großer Wille, in dessen Strom er manchmal gerät, wie ein flussabwärts treibendes Ding. Man ist wie der Würfel im Becher, eine unbekannte Spielerhand schüttelt ihn zwar, und man stürzt aus ihm und bedeutet draußen im Auffallen viel oder wenig. Aber man wird, nachdem der Wurf vorüber ist, in den Becher zurückgeholt und dort innen im Becher, wie man auch zu liegen kommt, bedeutet man alle seine Zahlen, alle seine Flächen. Und es kommt im Inneren des Bechers kein Glück in Betracht und kein Missgeschick, sondern das bloße Dasein, das Würfelsein, das sechs Flächen haben, sechs Chancen, immer wieder alle. Und die eigentümliche Sicherheit, sich selbst nicht auswerfen zu können, der Stolz zu wissen, dass es eines göttlichen Wagnisses bedürfe, damit einer aus der Tiefe dieses Bechers auf den Tisch der Welt geworfen werde, ins Spiel des Schicksals. Und dass es die Welt ist, in die man fällt, unter Sterne, zu Mädchen, Kindern, Hunden und Apfeln. Dass es nichts Unklares gibt in den Verhältnissen, in die man geraten kann. Zwar zu Großes oder zu Böses, zu Listiges oder einfach Verhängnisvolles. Aber man hat es entweder mit anderen Würfeln zu tun oder mit den Würfeln, mit den Geistern, die den Becher schütteln und ihr Ihriges wagen dabei. Ein lauteres Spiel, unabselig und immer neu aufgenommen, über einen hinaus, aber doch so, dass keiner in keinem Augenblick wertlos sei oder schlecht oder schmählich. Denn wer kann dafür, dass er so oder so aus dem Becher fällt?